Herzlich willkommen, ein Freunde! Im eShop ist zurzeit One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition im Angebot für 15 Euro. Ich habe es mir jetzt doch gekauft, weil ich dachte, komm. Ne, dann habe ich auch noch ein anderes Projekt neben Animal Crossing. Das wäre ganz gut. Ich werde es natürlich erstmal nur testen. Und wenn es mir dann gefällt, werde ich es dann auch weiterspielen. Aber ich denke, ja, es wird mir schon gefallen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Drücke einen Startknopf. Spiel starten. Warte, was sind die Optionen? Warte, ich muss mal eben kurz gucken wegen dem Sound. Ist er gut? Oder ist er zu laut? La 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 la. Ja, müsste eigentlich passen. Müsste passen. Okay, Sprache ist Deutsch. Ja. Wow. Oh. Warte. Sprache. Da. B zurück. Okay. Wow. Also gibt es nur Optionen Deutsch oder andere Sprache. Okay. Ich habe damals die Spiele für die Wii gespielt. One Piece Ultimate Cruise oder sowas. Irgendwie sowas. Die waren schon sehr anspruchsvoll, möchte ich mal eben sagen. Oh. Level 6 gefangen, aber okay. Ich habe auch keine Ahnung, zu welchem Zeitraum das hier jetzt spielt. Und das ist mein Lieblingsfruchtnutzer. Und diese Smoke-Frucht ist auch ziemlich cool, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich dazu was labern soll. ja, also von vorne weg. Ich habe alle deutschen Folgen gesehen von One Piece. Das heißt, die gerade auch zurzeit auf ProSieben Max laufen. Die japanischen habe ich nie reingeschaut, weil One Piece war noch nie so mein Anime, den ich dann auch auf Japanisch schauen würde. Weil die Kämpfe, die sind mir teilweise viel zu lang gezogen und ich finde es immer nervig. In den einzelnen Folgen hat man auch, warte, war das Dressrosa? Ich glaube schon, Dressrosa wieder bemerkt, dass 2 Minuten Ruffy-Story, 2 Minuten Nami-Story und so weiter, ja. Und das nervt mich tatsächlich gewaltig, wirklich. Sowas nervt mich wirklich sehr. Weil dann sieht man da irgendwie Ruffy da 2 Minuten in der Arena kämpfen und dann nächste Folge erst wieder. Oh, war das nervig, ey. Oh mein Gott. Ey, das Spiel ist, glaube ich, auf jeder Plattform, soweit ich weiß. Ob es auf Steam ist, das weiß ich aber nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, wann das hier spielt, aber ich glaube etwas später als Dressrosa, weil Chopper sieht komplett komisch aus. Er sieht wirklich komisch aus, was mit dem denn passiert? Wo ist der süße Chopper hin? Mann. Chopper war vorher viel, viel süßer. Ist das überhaupt Chopper? Weiß ich nicht. Nuki. Ach, da ist Chopper. Okay. Ich beruhige mich wieder. Bin kein Waschbär. Auf dem Vital habe ich gerne mit Nico Robin gespielt, weil die hatte echt coole Fähigkeiten mit ihren Händen und so. Sonst ist mein Lieblingspirat von den Zorro. Ich finde einfach Schwerter sind cool. Deswegen mache ich auch so gern Kirito von Sword Art Online. Ja. Ja, also, ich weiß nicht, wie heißt der Arc nach Dressrosa? Punk Hazard oder so? Den habe ich noch geschaut, falls das danach war. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir waren auf irgendeiner Insel, wo sie mit so einem Drachen hochgekraxelt sind, um Sanji und sowas zu retten. Beziehungsweise zu suchen. Was ist Punk Hazard?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich habe überhaupt keine Ahnung, was dieses Spiel hier überhaupt macht. Ja, fangen wir an. Wir sollten Vorräte kaufen, wenn wir in der Stadt sind. Sanji und Brook kümmern sich um die Lebensmittel. Ganz wie du meinst, Nami. Dann wollen wir mal diese alten Knochen in Bewegung setzen. Lissab und Frankie, besorgen alles, was wir zum Reparieren des Schiffs brauchen. Du kannst sie auf uns verlassen. Chopper, die Medizin überlasse ich dir. Ist vernünftig. Schließlich bin ich hier der Arzt. Zorro, du verläufst dich immer gleich. Bleib also hier und bewach das Schiff. Ach komm schon. Ach ja, Robin und ich kümmern uns um die Kleidung. Thomas Wälzer! Kleidung ist doch wichtig, oder? Vor allem Kleidung, bei der kaum etwas der Fantasie überlassen wird. Weidmanns Heil. Hä, Nami? Was gibt's? Hättest du auf dieser Insel jemanden zu treffen? Lust. Oh. Aber sicher, stimmt genau. Das ist es also. Wir sind in der Stadt, um Vorräte zu besorgen. Wenn du etwas brauchst, dann sag es. Mach ich. Danke, dass du mich bis hierher gebracht hast. Nuki Nuki. Und zu guter Letzt, Ruffy. Du ziehst gerne auf eigene Faust los und ich werde mich ein bisschen umsehen. Tschüss. Wir treffen uns im Gasthaus wieder. Verlass die Stadt nicht, ohne uns Bescheid zu geben. Ich hab's, ich hab's. Hurra! Okay. Also, als ich damals den E3-Trailer gesehen habe, war ich irgendwie richtig abgeturnt, weil ich finde, die Stadt ist hässlich designt worden. Ja. Okay, ja. Ja, komm, finden wir schon raus. So, also. So springen wir und so machen wir so einen Ballon. Okay. So. Das ist die Kamera. Wie kann man denn da... Oh, ich meine, man könnte sich auch irgendwie hochschlängeln. Aber irgendwie... Okay. Okay, wir sprechen erstmal mit den Typen da, oder? Warte mal eben. Nee, da auch nicht. Okay. Wie heißt die Stadt? Transtown. Okay, da bist du. Hey, Mister! Wie hast du das gemacht? Was du da hinten gemacht hast? Lass mich noch einmal dein Supertempo sehen. Wie wäre es zuerst mit etwas zu essen? Ich bin am Verhungern. Such Yodayo. Ja, du ja, wenn du Hunger hast. Ihr Haus ist auf der Karte. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Jo. Gum Gum Rakete ist eine. Okay. Mit das da oben. Also mit X. X? Hui! Oh. Da war noch ein X. Hallo. Da oben. Super. Sehe nicht mehr. Oh Gott, die Kamera. Ich hätte gern die Karte. Wo ist die Karte? Hallo, Karte? Da. Okay, wir müssen in die Richtung, glaube ich. Oh Gott, ey. Okay, daran muss ich mich erstmal hier gewöhnen. Ach nee, falsch. Okay, hier ist irgendwo ein Haus. So, da gehen wir jetzt hin. Bist du das? Weiß nicht. Okay. Brauchst du eine Unterkunft? Nee, Besitzerin ist nicht da. Okay. Hab schon wieder vergessen. Hauptplatz, wo ist denn da? Och, Alter, ich will nicht immer. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Sehr interessant. Ich will die Karte nochmal haben. Achso, jetzt muss ich nach da. Okay. Kann ich auch sprinten? Nee, ne? Ich kann bestimmt nur überall herumspringen. Ah, da hinten könnte der Hauptplatz sein. Oh Gott. Tschüss, Ruffy. Erster Tod, würde ich mal sagen. Ist der Hauptplatz da hinten überhaupt? Oh, ups. Da. Oh Gott, ich bin komplett falsch. Alter, ich komme hier noch nicht klar. Ich komme hier noch nicht so wirklich klar mit der Steuerung. So, ich drücke jetzt hier einfach über X, weil irgendwo wird es ja hier dann sein. Da ist der Hauptplatz. Boah, alter Schwede. Wir beschützen diese Insel und wollen für unsere Dienste bezahlt werden. Ich brauche euren Schutz nicht.
Vielleicht sollten wir dieses Gasthaus kurz und klein schlagen, damit klar ist, was passiert, wenn jemand nicht zahlt. Hey, Schluss damit, wenn du das tust. Wie sollen wir dann hier essen? Was? Wer zum Teufel bist du, wenn du uns ärgerst? Kannst du was erleben? Muss ich jetzt hier kämpfen? Okay. Verwende eine Mischung. Okay. Ah, okay. Ja. Und danach? Keine Ahnung. Cool. Okay. Sehr schön. Also A macht schon mal nichts. Oh, cool. Ich habe irgendwas gemacht. Okay. Ich bin noch nicht so... Halte R und drücke für einen Spezialangriff. Halte R. Boah, da muss man ja richtig komisch drücken. Oh, cool. Ich habe beide besiegt. Ja, cool. Cool. Schön. Danke. Ich weiß nicht, was ich ohne Hilfe gemacht hätte. Sie. Essen wir. Oh, Ruffy denkt immer nur ans Essen. Wie immer. Hey, gibt's was zu essen? Klar, wenn's auch etwas Einfaches sein kann, was soll's denn sein? Oh, am besten ein Festmahl, junge Dame. Ein Festmahl, nur für mich. Nur für mich. Yeah. Wir schlafen da schön. Hihihihihi. Das sah cool aus, das Bild. Wie, Nami, Lissopi. Da shoppen die. Und er macht... Oh, ich hasse Lissop, Leute. Es ist mir sowas von egal, wer ihn mag, ja. Aber ich mag ihn echt überhaupt nicht. Also, wer der auf meiner Schule, ne? Ich glaube... Ich würde ihn zwar akzeptieren, ja. Aber... Ich würde ihn nicht mögen. Ich komme, glaube ich, nicht mit dem Charakter klar. So eine Pussy, ey. So eine Angsthase, ey. Ja, ich will ausruhen, danke, ja. Speichern. Düdüm. Was abgeschlossen werden? Ups. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Ah, hey, wach auf. Ah, wer bist du denn? Du weißt, wer ich bin. Mir gehört dieses Gasthaus. Ach, alles klar. Und sie? Die hier. Die sind Gäste wie du, die hier essen oder ausruhen wollen. Apropos Essen und Unterbringung. Hier wird nicht angeschrieben. Wenn du bleiben willst, musst du zahlen. Oh je, ich habe keine Berry. Meine Freunde werden aber bald hier sein. Als Dank für gestern werde ich die Rechnung vergessen. Unter einer Bedingung. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wenn du mir zuhörst, werde ich die Rechnung vergessen und mich um die und deine Freunde kümmern. Was denn für einen Gefallen? Ruffy, es gibt Probleme. Hä? Wie sage ich es am besten? Sie wurden alle gefangen genommen. Was heißt sie alle? Zoro und Sanji, Nami und Robin und Frankie, Chopper, Lysop, als ob die sich so einfach fangen lassen. Was ist das denn? Also alle außer dir. Sie wurden alle gefangen genommen, im Ernst? Uns bleibt nicht viel Zeit. Komm mit mir. Was ist mit mir? Du wolltest mir doch um einen Gefallen bitten. Darüber unterhalten wir uns noch. Was, echt? Versprochen ist aber versprochen. Ich weiß. Als ob die sich so leicht gefangen genommen lassen. Bist du ganz sicher? Ich kann nicht glauben, dass sie alle einfach so gefangen genommen wurden. Ich bin mir sicher. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Dieser Kerl war's. Er hat sie alle geschnappt und uns... Und ans andere Ende der Insel gebracht. Also gut, geh voran. Das kommt mir jetzt aber sehr, sehr spanisch vor. Deine Crew? Ich habe gesehen, wie ein paar von denen die Stadt verlassen haben. Ja, okay, ne? Das heißt ja nicht, dass irgendwie was Großes passiert jetzt ist, ne? Also, weiß nicht. Ich weiß noch nie, was ich davon halten soll. Ein Blick zurück. Episode 1. Okay, Lava, Feuer. Gehen wir. Nuki Nuki. Als ob die sich einfach so fangen lassen. Warte, ich möchte ein bisschen hier herumprobieren. Okay. Und was ist, wenn ich hier dann Y drücke? Nee. Und erst Y und dann das? Ah, guck. Okay. Okay, das ist auch gut.
A kann ich dann auch noch drücken. B ist das. Okay. Wenn ich X und A drücke, dann macht er nichts. Okay. Und so würde ich das machen. Okay. Warte, ich probiere hier noch ein bisschen herum. Und okay, da könnte ich dann einen Luftangriff machen. Okay. So, und dann... So, und dann... So, okay. Okay, ich hab's, glaube ich, so lange. Okay. Gut. Wir könnten natürlich auch hier... Und dann noch B drücken. Ne, können wir nicht. Okay, dann wollen wir mal rein. In das Feuer. Was ist das für ein Ort? Ich habe das Gefühl, ich war hier schon einmal. Hier drüben. Wenn das nicht einstürzt, ne, dann weiß ich auch nicht. Punk Hazard. Lustig. Sind im Punk Hazard. Ich fasse es nicht. Also ich glaube, das hat nichts mit der Story zu tun. Glaube ich. Bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Nee, Punk Hazard war doch da davor, oder? Oh, ich weiß es echt nicht. Auf jeden Fall ist hier ein Drache. Dragon. Dragon. Ist es vielleicht... Fleisch! So, perfekt. Das ist auch ein gutes Thumbnail. Manchmal wirst du im Verlauf deines Abenteuers einen Aktionsbefehl angezeigt sehen. Drücke, bevor die Anzeige verschwindet, um Aktionen wie Ausweichen oder Kontern auszuführen. Oh Gott. Okay. Hä? Ich dachte nach rechts und nicht A. Tut mir leid. Ich will nochmal ausprobieren, bitte. Kriege ich die Flamme auch irgendwie wieder weg? Okay, ich... Oh Gott, Oh Gott, ey, Leute. So. Hui, ping. Oh mein Gott, ich bin so schlecht im Ausweichen, Leute. Es tut mir... Ah, ich bin okay ausgewichen, okay? Manchmal kannst du im Abenteuer Spezialtechniken, die als starke bezeichnet werden, ja? Wenn R angezeigt wird, drücke R, um die starke Stimme einzusetzen. Übertreib es aber nicht. Okay. Hallo, ich will... Okay, ich soll R drücken. Okay, ich soll einfach R drücken. Okay, wir ziehen uns nochmal zurück. Können wir R wieder weg? Okay. Ping. Oh Gott, Oh Gott, ich bin nur okay ausgewichen, aber reicht. Reicht auf jeden Fall. Und wieder ausgewichen, super. Und ausweichen. Oh Gott, da bin ich nicht ausgewichen. Oh oh. Komm. Ausweichen. Können wir hier? Ja, können wir. Tatsächlich. So. Okay, daneben. Ja. Ausweichen. Okay, ausgewichen. Perfekt. Oh Gott, ich finde die Kamera ein bisschen schwierig noch. Weil die ist so seltsam tatsächlich. Okay, so, ich mach mal hier meinen Special-Schlag. Dein Fleisch, gib es mir! Oh, ist er down? Lol. Du frisst Drachen? Ich hatte keine Ahnung. Uff, ich dachte mal, Drachen wären selten. Heutzutage sind sie aber überall. Sanji ist auch nicht da. Ich werde also einfach ein Feuer entfachen und... Hä? Mein Fleisch, wo ist das denn? Ach ja, stimmt. Jemand ist damit weggelaufen. Wer? Ich glaube, es war jemand, der ständig Schuhuhuhu sagte. Er war es also. Er ist der Fleischdieb. Der Idiot. Ich muss ihm das Fleisch wieder abnehmen. Aber was wird aus deinem Freunden? Ich werde immer stärker. Sichi. Also die Kamerasteuerung, ne? Kann man die nicht ändern? Oh, man kann es mit mehreren spielen. Okay. Kamerasteuerung. Umkehr? Was ist denn Umkehr? Oh Gott. Ich probiere es einmal so, ja? Habe ich es jetzt geändert? Ja, habe ich. Ah. Okay. Ich kann die jetzt selber drehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir können... Hä? Ich will immer nach... Wenn ich nach da, dann will ich eigentlich... Oh Gott, da sind ja Leute. Alkonte habe ich nicht gesehen. Habe ich zu spät gesehen.
So, du bist auch mal weg hier. Geh mal weg, danke. So, peng, peng, peng. So, geh mal weg hier. So, okay, ich muss die Kamera doch ändern. Das geht mir dann doch ein bisschen auf den Senkel. Kamera. So, so. Mach du mal die Kamera hier. Ah, hä? Ja, jetzt? Keine Ahnung, was mit der Kamera los ist. Ich dachte, da waren Items gewesen. Was ist denn hier? Achso, kann ich kaputt machen. So, wir holen uns natürlich hier die Beute, ne? Ich weiß, wir haben gerade schon was verpasst. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Da hoch komme ich, glaube ich, nicht. Oder? Ist da irgendwo ein X? Nee. Da auch nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier sind Dinger. Oh Gott. Okay. Die muss ich irgendwie anders. Kann ich die so? Ah ja, damit. Okay, das ist nichts. Hier haben wir... Ah, ich kenne die Blume. Die gab es auch bei Ultimate Boost-Dingsbums. Die gibt mir nämlich Heilung. Die gibt mir Heilung. So, dann machen wir auch direkt. Perfekt. Da ist Feuer, da halte ich mich mal lieber vom Fern. Es könnten auch mal wieder Gegner kommen, genau. Und weg mit euch. Oder mit dir zumindest. So, komm mal her hier, Kleiner. Komm, aufstehen. Perfekt. Oh, er ist schon weg. Schade. Schade, Schokolade. X. Oh, warte, hier war eine Kiste, genau. Ich hätte die fast übersehen, ne? So dunkel, wie die sind. Du gibst mir nichts. Oder hast mir was gegeben und ich habe es nicht gelesen. Kann auch sein. Nach da ist, glaube ich, nicht so gut. Das hier wäre eigentlich ein schöner Platz für Gegner, aber kommt nichts. Normaler Reis. Dann kann ich nochmal hier testen. Konter, ich habe gekontert. Perfekt. So, okay, und? Oh, ich hab, komm, oh, ups, Konter. Konter, Konter, Konter. Ah, nur noch er. Okay, okay. Dann komm mal her. Hier, peng. So. Du hast auch genug, ne? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich bin einfach zu stark für euch. So. Da sehe ich schon wieder einen Felsen. Komme ich da hin? Gucken wir gleich mal. Hier können wir auf jeden Fall hin. Rostiger Schrott. Oh, oh, daneben. Ganz knapp daneben. Easy getroffen, würde ich fast schon sagen. Okay, ich glaube, da hinten, da geht es gleich weiter. Dann möchte ich doch erstmal hier... Ah, überprüfen. Manchmal findest du Punkte deinem verlorenen Wörter, die sich mit... Warte, ich kenne den Kleinen, glaube ich. Der war doch auch bei Ultimate Cruise und hat diese Dinger hier weggemacht. Den hat man dann gefüttert, kann das sein? Ich glaube schon. Finde das richtige Schlüsselwort, dann kannst du den Punkt der verlorenen Wörter öffnen und durchgehen. Ein Punkt der verlorenen Wörter verrät dir bei der Untersuchung, wo du das besondere Schlusswort findest. Spüre das gesuchte Schlüsselwort mit den Hinweisen auf, die du bekommst. Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege die Feinde in Anti-Gift-Ausrüstung und hole das Wort. In Anti-Gift-Ausrüstung? Ich habe doch gar nichts. Oder habe ich irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe hier nichts. Ach, es war doch dieser Eis- und Feuer-Part. Ich wusste es. Das war aber vor Dressrosa, glaube ich. Oder? Oder war das danach? Ich glaube, es war davor. Ich meine schon. Oh, 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 oh. Gut. Sind wir irgendwie ausgewichen? So. Ich würde eigentlich ganz gerne mal wieder so eine Sprungtechnik machen, aber dafür bin ich gerade noch zu schlecht. So, den schmeißen wir mal direkt auf den da. Oh, eine Kiste. Die Schatzkiste ist erschienen, okay. Alfie, mach es auf, Nuki Nuki Buki. So, du kannst mal da hinten brennen. Und herholen.
So, den hätten wir auch. Super. Schlüssel wird gefunden, der Gummipirat. Okay. Starkes Wort, okay, okay. Dann muss ich das mal eben eigenes Wort prüfen. Nee, da. Waffe. Leer. Itemwort. Hä? Items? Beute. Der Gummipirat. Damit kann ich nichts machen. Status. Befehle, okay. Nee, auch nicht. Eigenes Wort prüfen. Muss das hier sein? Ich bin mir nicht sicher. Mann, ich hätte mir das vielleicht doch durchlesen sollen. Also damit kann ich nichts machen, ne? Irgendwie? Ne, kann ich nichts machen. Okay, okay. Gehe ich hier erstmal weiter. Und gucke, was uns hier erwartet. Großer Holzblock auf jeden Fall. Hier ist noch eine Schatztruhe. Ups. Ach, mit A überprüft man, sorry. Erhalten feine Asche. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zum Dings hin. Komme ich da schneller hin? Nee, komme ich nicht. Okay. Ah, doch, mit A. Nee, mit A ist nicht viel schneller, tatsächlich. Nicht wirklich. So. Ah, überprüfen. Okay, hat geklappt. Musste ich nichts ausrüsten. Super. Ah, die Mauer ist ja schon... jetzt geht's hier hoch. Guck mal, da wäre ich fast reingelaufen. Aber nur fast. Oh. Bam, bam. Oh Gott. Peng. Und. Komm, weg mit dir. Super. Und du gehst auch mal nach Hause. So, perfekt. Das ging ja gut. Oh, hier scheint der Bosskampf zu sein. Oder, nee, kein Bosskampf. Okay. Abwehren. Konter. Und abwehren. Peng, 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 peng. Ich mach euch hier knappi. Oh Gott. Nicht A drücken. Ach Gott, ich wollte... Warte, ich mach das so. Und so. Peng. Oh Gott, ich hab ihn nicht. Ich dachte, ich hätte die beiden hier erwischt, aber habe ich nicht. Und du gehst auch weg. Peng. Ach man, das Geld verschwindet ja schon die ganze Zeit. Ich wollte ausweichen, hat nicht ganz so gut geklappt. Aber wir haben es geschafft. Ja, verschwinde du mal Geld, ne? Dankeschön, dass du so lange liegen bleibst. Wir gehen mal hier rein. Oh, jetzt sind wir mal dem Schneeding. Okay, ich sollte vielleicht erst... So, und peng. Peng, watch. Ah, den haben wir. Den anderen haben wir noch nicht. Jetzt aber. Oder? Ja, den haben wir auch. Super. Wollen wir uns hier ein bisschen leben? Okay, vielleicht doch nicht. Ist leider kaputt. Pankasat. Ja, mit Tor, da geht's nicht weiter, oder? Geht's da oben drüber weiter? Was ist das denn da oben? Ein schleimiges Monster ist da oben. Büsche, was ist das denn hier? Oh Gott. Cool, ich habe hier ein Geheimnis gefunden. Erstaunliches Kraut. Ah, sehr schön. Oh, hier scheint ein... Oh, Ace. Hä, was war das? Schuhuhu, da bist du ja schon. Oh, ist doch nicht Ace. Und jetzt der weltweite beste Dieb von Drachenfleisch. Bah. Aua. So riecht's ja fehlend. Du Gummifreak, was soll diese Drachenfleischgetue?
Nee. Doch, da hast du recht. Du warst das also. Das war ein Schuss in den Open. Oh, falsches Spiel. Ich glaube, da kommt irgendwas. Kommt da die schleimige Ding? Tatsächlich. Was ist das bitte? Smiley. Oh Gott. Oh Gott, ich bin vergiftet, oder? Das ist ja gar nicht gut. Ja. Aua. Okay, ich mach mal so. Peng. Aber es hat kaum Schaden gemacht. Da. Ich muss dich hier besiegen. So, weg mit dir. Oh Gott. Okay. Ich werde dich heilen. Ja, dann heil mich bitte auch. Komm, heil mich. Oh Gott. Ich werde dich heilen. Ja, heil mich bitte. Danke. Heil mich. Schön. Super, ich bin voll. Kommt der wieder runter oder nicht? Scheint nicht so, ne? Also. Aua. Oh Mann, ey. Komm da runter! Ach, scheiße. So, perfekt. Ich bin ausgewichen, zumindest einmal. Und Angriff. So. Lass mich mal hier in, bitte. Ach nee, er geht schon wieder da hoch. Ich fass es nicht. Peng. Oh Gott, ich hab nur A gedrückt, oder nicht? R. Und Peng. Oh Gott. Hä, ich weiß nicht, wie man das da ausweichen soll. Aber ist in Ordnung. Wir gehen da jetzt einfach dahin. Und machen so. Peng, peng. Und peng, peng. So. A ausweichen. Und nochmal hier. Oh Gott. Das hat weh. Komm hier. Komm jetzt runter. Oh Gott. Okay. Wir laufen einfach schnell wieder hin. Ich weiß halt nicht, wie ich es jetzt gerade anders machen soll, wenn der da nicht runterkommt. Aber irgendwann wird er ja schon wohl da runterkommen, oder? So, ausweichen hier. Oh Gott, ich hätte ausweichen drücken sollen. Okay, heil mich bitte. Heil mich nochmal. Okay, ich versuche jetzt den Sprungangriff. Anders klappt es ja wohl nicht. So. Genau, heil du mich mal hier. Und ich werde so machen. Nee, okay. Habe ich es geschafft? Nee. Narren! Das ist ein Bonbon. Okay. Ausweichen. So, ich dachte, das wäre irgendwas Besonderes. Aber ist es nicht. Oh, aua. Wo ist er? Wo ist er hin? Oh nein. Hä? Ist nichts los. Hier, heil mich mal bitte. Oh, aua. So, komm. Ach, scheiße. Hui, aua. Ausweichen, perfekt. Alter, ich weiß nicht, wie ich das da ausweichen kann. So. Da hau ich dir hier nochmal ein bisschen was rein. Ich sehe nichts mehr. Da ist er.
Und Peng. Batsch. Und Peng. Nochmal Batsch. Super. Super, super. Er ist fast tot. Er ist fast down. Ich fass es nicht. Oh nein. Er ist hochgesprungen. Okay, okay, komm. Oh Gott, er hat, glaube ich, wir müssen eigentlich noch ein bisschen Leben haben, oder? Strohhut, warte, ich kann helfen. Ich weiß, wo deine Freunde sind. Herr Raffi, ich habe sie gefunden. Ich habe Zorro und Frankie gefunden. Was? Dann ist die Katze wohl aus dem Sack? Halt, warte, ich kann dir noch viel mehr erzählen. Ciao. Kaka. Ah. Hey, Raffi, sie sind da drüben. Ah, ich habe tief geschlafen. Hä? Was guckt ihr denn so? Ich bin wohl auch eingenickt. Si. Ihr wisst doch, dass ihr entführt wurdet, oder? Entführt? Machst du Witze? Wir sind zum Schiff zurückgekehrt, haben gegessen und waren dann etwas müde. Das ist alles. Hä? Wo sind wir? Sie wurden auch entführt. Wo sind die anderen? Sie wurden auch entführt. Raffi, du bist mir keine Hilfe. Lass mich erklären. Das stimmt. Ich glaube, Raffi ist in der Sache tatsächlich keine Hilfe. Was? Wir müssen unsere Freunde retten. Worauf warten wir noch? Sie sind in Feindes Hand gefallen? Wie konnten sie bloß so dumm sein? Dumm? Was ist deine Ausrede? Du wurdest ebenfalls entführt. Was? Oh Mann, worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Okay, Episode 1 abgeschlossen. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Es macht echt Spaß, tatsächlich. Also wir machen dann morgen weiter, ne? Versteht sich dann. Beute, der Gummipirat, super. Klingt nach Party erhalten. Großer Drachenschock ist jetzt verfügbar. Okay. Ist echt cool. Irgendwelche Aktionen haben wir hier bekommen. To be continued. Ja, geil. Da können wir auf jeden Fall speichern. Schauen wir uns noch den Prolog an. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ja, sehen wir ja dann im nächsten Part. Ne? Wenn es dann doppelt ist, dann ist es so. Weil dann kann ich die Prologe auch in den Folgen dann machen. Die scheinen noch nicht hier zu sein. Ich habe auf dem Schiff nachgesehen, keine Spur von ihnen. Oh, ihr müsst die Freunde sein, über die ich so viel gehört habe. Ihr seht jedenfalls zu zünftig aus. Was redest du denn da? Mir wurde versprochen, dass ihr beim Bau der Stadt helfen würdet, wenn ich euch bei mir wohnen lasse. Der Bürgermeister will, dass ich Arbeiter finde, doch bisher war die Ausbeute ziemlich mager. Schon wieder in Unsinn verwickelt. Na, mir würde Zustände kriegen, wenn sie das wüsste. Hä? Das ist das erste Mal, dass ich etwas über Bauarbeiten in der Stadt höre. Ach ja? Also du stimmst, dass ein Versprechen ist? Hast du also gelogen? Was? Was habe ich gesagt? Die beiden sehen aus wie echte Männer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Versprechen brechen. Uff. Echte Männer, sagt sie? Ich muss zugeben, dass mir das gefällt. Haha. Dann sind wir uns einig. Tut mir leid, wenn das abrupt ist, aber ich will eine Taverne bauen. Das gibt den Leuten einen Ort, an dem sie sich treffen können und bringt etwas Leben in die Stadt. Eine Taverne? Keine üble Idee. Wenn du beim Bau Hilfe brauchst, überlass das ruhig mir, dem Superschiffsbauer. Ja, geil. Achso, du kannst im Gasthaus Gegenstände und Geld einsetzen, um die Einrichtung der Stadt zu erweitern. Oh, das ist sehr interessant. Verwende Materialien, Items, um deine Stadt zu erweitern, wodurch sie verschiedene neue Möglichkeiten eröffnen. Taverne vorhanden. Nötig 4 vor... Oh, cool. Können wir direkt machen. Taverne eröffnet. Dort kannst du Quests annehmen und mit Kameraden spielen. Okay. Wir haben es geschafft. Ich finde diese Blockhütten immer noch nicht schön, aber okay. Ist wohl Geschmackssache, ne? Oh. Dracula. Ich weiß nicht, wie er heißt. Weiß ich nicht. Moriarty war wer anders. Ja, nee. Hieß er überhaupt Moriarty? Ich weiß nicht. Morty. Autsch, ich habe Sand im Auge. Alles in Ordnung? Stimmt, seit heute Morgen bläst ein warmer Sandsturm. Wo er wohl herkommt? Auf dieser Insel gibt es keine einzige Wüste. Oh, ist das der Krokodil? Könntest du der Sache auf den Grund gehen? Wenn das so weitergeht, bleibt es unmöglich, meine Wäsche aufzuhängen. Haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir nur beim Bauen helfen?
Nein, Zorro, ich glaube, das sollte untersucht werden. Es hat bestimmt etwas zu bedeuten. Das klingt sehr überzeugt. Was macht dich so sicher? Ist das wirklich wichtig? Gehen wir der Suche nach. Vielleicht führt uns das zu den anderen. Stopp, genau da. Das Zeug, das du mitbringst, kommt da in die Kiste. Wenn du etwas brauchst, steck es dir in den Beutel, bevor du gehst. Das Schmetterlingsnetz und die Angelrute in die Kiste, du kannst sie gerne benutzen, wenn immer du willst. Okay. Bin ich hier in Animal Crossing oder was? Angeln und so. Oh, ich habe aber eigentlich überhaupt keine Lust zu angeln, wenn ich ehrlich bin. Nee, Angeln ist nicht so meins, Leute. Leute. Tasche organisieren. Leer. Insektennetz. Ich fasse es nicht. Okay, komm, ich nehme das mit. Hier nehme ich eine Angel mit. Und hier nehme ich eine Heilkapsel mit. Bitteschön. Lager anzeigen. Ja, hier ist echt viel, ne? Ja. Gut. Kleidung? Ah, guck mal, jetzt haben wir schon mal die. Was habt denn hier? Oh, der Hut. Der Hut ist natürlich eigentlich sehr cool. Mein Lieblingsoutfit von Ruffy ist, glaube ich, oh, das ist schon sehr, sehr cool. Das ist wirklich cool. Nee. Wer hat sich denn nochmal genannt? Ich weiß es nicht mehr, Grandpa oder so, ne? Ja, das ist schon cool. Ich hätte gern das uralte Outfit. Das gibt's gar nicht mehr. Och, dann? Dann laufe ich ja als Lucy. Ach, als Lucy hieß er. Dann laufe ich als Lucy herum. Das finde ich eigentlich ganz lustig. So, und Zorro, was hast du für Outfits? Okay. Na gucken. Komm hier, für den Fanservice, Leute. Für den Fanservice nehmen wir ihn. Und Frankie? Was ist der Unterschied? Die Haare, ne? Nee. Die... okay. Ich glaube, hierbei bleiben wir bei ihm hier. Gut. Gut. Ja, Leute. Ich guck mal eben hier. Bereits erweitert. Wir könnten natürlich im nächsten Part gucken wir da mal eben vorbei bei der Taverne, okay? Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können mal eben mein Netz... Ups, warte. Mein Netz einmal hier... Wie benutzt man denn das Netz? So nicht. So. Also so. Ah. Ha. So, also, okay. Damit kann ich aber nicht kämpfen. Okay, dann kommt das erstmal wieder weg. Super. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen? Morgen oder übermorgen? Ich glaube, ich werde One Piece, ne, jeden zweiten Tag machen. Ich glaube, das ist besser. Ja? Dann sehen wir uns übermorgen bei One Piece wieder und morgen bei Animal Crossing. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.